Ja, hallo und herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Ja, ihr Lieben, wie ihr schon sicher unschwer erkennen könnt, geht es heute um eine Eismaschine. Und zwar machen wir einen kleinen Testbericht. Wir werden ja in der Zukunft euch Eisrezepte präsentieren und dort werde ich euch immer wieder eine Maschine ans Herz legen, die wirklich gut ist zum Eis machen, weil es gibt viele Sorten von Maschinen und ja, die meisten sind eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Es gibt welche mit Kompressoren und welche ohne. Die ohne kann ich euch, naja, was heißt, nicht empfehlen. Es gibt eine Maschine, die wirklich, ja, sagen wir mal, halbwegs normales Eis produziert, aber es gibt einfach nicht das, was man sich vorstellt, was man zu kaufen kriegt. Diese Konsistenz vom Eis, das erreicht es nie. Deswegen empfehle ich euch eine Maschine mit einem Kompressor. Und welche Maschine macht sich da am besten? Das ist in diesem Fall Gelato Chef 2200. Diese Maschine ist nicht nur sehr schnell in der Zubereitung, sondern hat auch wirklich ein sehr gutes Eisergebnis. Wir haben jetzt ungefähr 25 Minuten vorher, haben wir das probiert, haben wir circa gehabt, um 500 Milliliter Eiscreme herzustellen. Die Konsistenz ist sehr gut. Sie ist wirklich wie beim Italiener aus der Gelateria. Wenn man sie isst, ist es wirklich schön soft im Mund, es ist wirklich schön cremig. Man kann das wirklich gut essen. Im Gegensatz zu den Maschinen, wo man diesen Behälter hier, diese muss man meistens 24 Stunden im TK kühlen. Also da hat es einen Kühlakku bei. Dann tut man das in der Maschine und dieser kleine Motor, der sich dann dreht, bewirkt, dass diese gekühlten Behälter diese Eismasse zum Festwerden bringen. Aber wie gesagt, es ist nicht dasselbe, wie wenn man es mit einem Kompressor macht. Weil wenn man mit frischen Eiern arbeitet, haben wir ja auch Salmonellengefahr. Und man sollte immer aufpassen, vor allen Dingen bei Eis, auch Geflügel zum Beispiel, wenn man es verarbeitet, dass die Kühlkette eingehalten wird. Und bei Eiscreme mit frischen Eiern, ob pasteurisiert oder nicht, sollte man unbedingt Kühlkette einhalten. Macht man das nicht, läuft man Gefahr, dass man Salmonellen produziert sozusagen und ziemlich schwere Durchfälle sind die Folge und natürlich auch Fieber etc. pp. Also, was solltet ihr bei dieser Maschine beachten? Es gibt zu dieser Maschine so ein kleines Behälterchen. Dort, also anderthalb Behälter, einen vollen und nochmal einen halben, der kommt da unten rein mit Salz. Also das ist sozusagen Salz mit Wasser vermischt. Und davon anderthalb Behälterchen Salzwasser. Das kommt da rein. Das bewirkt, dass wenn ihr diese Eiscreme macht, dass es da unten nicht gefriert und schön kühlen kann. Macht ihr das nicht, kann es passieren, dass es da unten gefriert und vielleicht, wenn ihr ganz blödes Pech habt, dass dieser Behälter mit einmal stehen bleibt und die Maschine sich aufhängt, vielleicht kaputt geht, wie auch immer. Deswegen immer als allererstes Eis da rein, also Wasser da rein und schauen, dass das genug ist. Also es muss mindestens anderthalb Becherchen sein. Dann diesen Behälter, wenn ihr Eiscreme zubereitet, macht es sich natürlich gut, wenn man diesen zuvor im Tiefkühler hat, weil das macht die ganze Sache etwas schneller. Ist dieser Behälter nicht gekühlt, muss dieser natürlich erst gekühlt werden von der Maschine und deswegen dauert das Ganze natürlich auch ein bisschen länger. Aber man kann das auch anders machen. Man kann diesen Behälter in die Maschine reinmachen und man kann diese, wenn man sie anstellt, es geht wie eine Art Lüfter an, also man darf hier nicht drauf drücken, sondern man stellt sie einfach nur an diesem Knopf hier und dann wird diese Maschine vorgekühlt. Bedeutet, dass dieser Behälter auch gekühlt wird, dass wenn ihr diese Eismasse da reinmacht, dass sie auch wirklich gut kühlt. Dann habt ihr diese Einsätze hier, dazu möchte ich Folgendes sagen, diese bloß nicht in die Spülmaschine, das ist Hartplastik, aber es ist trotzdem, man sollte solche Sachen schon gar nicht in die Spülmaschine machen, weil Plastik nimmt gerne den Geschmack von der Spülmaschine an. Also es gibt immer so komischen Geschmack im Plastik. Und wenn man dann Eis zubereitet, hat man immer das Gefühl, man hat einen Plastiklöffel im Mund. Deswegen dieses nur mit der Hand waschen, genauso wie diesen Spatel, der dazu geliefert wird, um dieses Eis aus diesem Behälter rauszuholen. Dann zur Füllmenge. Füllmenge für diese Maschinen steht in der Beschreibung 700 Deziliter bis 1 Liter kann man da reinmachen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, 700 bis 800 Deziliter ist wirklich das Maximum, was man da reinmachen sollte, um A, wirklich schnell zum Eis zu kommen und B, dass es wirklich schön gekühlt wird. Macht ihr das nicht und gebt wirklich genau 1 Liter rein, kann es passieren, dass dieses Eis überquillt, weil es gibt ja noch durch diese Bewegung gibt es Volumen in der Masse und dann kann es passieren, dass bei 1 Liter, der sich vielleicht hier abschließt, dass das dann aus der Maschine läuft und dann habt ihr eine hohe Sauerei mit den ganzen
Eiscreme-Herstellerei. Im Prinzip war das eigentlich schon alles zu wissen zu dieser Maschine. Was die Lautstärke betrifft, ich für meine Gefühle finde, diese Maschine ist gar nicht so laut, wie es in vielen Testberichten beschrieben wird. Ich finde, das ist vergleichbar, ja, wie wenn man einen Kaffee auslässt. Sicher läuft das am Stück für 20 bis 30 Minuten durch, aber wenn man zu Hause auf der Terrasse sitzt, sollte das nicht weiter stören. Und wie gesagt, die Lautstärke von der Maschine ist annehmbar. Sie ist natürlich nicht optimal, aber man stirbt davon nicht, gerade wenn man diese jetzt anstellt. Also in unserem Eiscreme-Video, was wir herstellen, zeigen wir euch dann genau, wie wir diesen Behälter einsetzen in die Maschine, wie wir das befüllen. Wir geben dann nochmal Tipps zum Eis, welches Verhältnis mit Rahm und Milch und so weiter. Das zeigen wir euch dann in unserem Eisvideo und das ist dann wie immer hier unten verlinkt oder in der Videobeschreibung und dort könnt ihr euch das Video dann anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, euch zu entscheiden für eine Eismaschine. Ich als Profi empfehle definitiv und hundertprozentig Gelato Chef 2200. Und ja, es gibt noch eine zweite gute Maschine, die ich früher gebraucht habe in meinen alten Geschäften, wo ich gearbeitet habe. Auch die werde ich euch unten verlinken. Ist im selben Preissegment, macht auch ein sehr gutes Eisergebnis. Wurde auch in den Testberichten sehr löblich erwähnt. Aber für meine Begriffe aus der Erfahrung heraus, von der Laufzeit auch von der Maschine, bin ich Gelato Chef Fan. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Eisvideo. Bis dahin, euer Mazatrends.